Servus zusammen und willkommen zurück hier auf Neubartelshagen, allerdings in einem neuen Projekt. Ich heiße euch recht herzlich willkommen zu Neubartelshagen Big Farm, unserem neuen Projekt hier auf dieser schönen, wunderschönen Map. Und ihr seht es bereits, der Klaas ist mitten bei der Arbeit. Aber der gehört nicht uns, der gehört zu einem Auftrag, den haben wir uns ausgeliehen, denn wir müssen am Anfang erstmal jede Menge Geld verdienen. Wir beginnen bei Null. Und das heißt, dass wir zwar ein bisschen Ausrüstung haben, aber uns gehören überhaupt noch gar keine Felder. Und deswegen müssen wir erst ordentlich Geld verdienen, damit wir uns die ersten Felder kaufen können. Was der Plan ist, werde ich euch gleich erzählen. Aber zuvor schalten wir mal um, denn ich habe hier ein bisschen was vorbereitet, nämlich zu unserem John Deere. Und ich habe nämlich hier noch einen zweiten Auftrag für unseren Land gezogen und das Feld wollen wir hier auch abernten. Wie gesagt, der Klaas, der ist geliehen und der hier gehört zu unserem Fuhrpark und da starten wir doch auch gleich mal rein. Jetzt muss ich aber hier aufpassen, denn wir haben den Verkehr an. Jupp. Da kommen wir rum und dann werden wir hier nämlich den Drescher auch schon mal auf die Reise schicken, damit der für uns Geld verdient. Denn Gerätschaften, die nur rumstehen, ja, ihr wisst es. So, jetzt kommen auch schon hier die Autolets. Den Verkehr haben wir nämlich eingeschaltet. So, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir uns hier nicht verhaken. Und er fährt hier uns in den Weg rein. Naja, es hilft nichts. Dann müssen wir halt hier mal kurz aufs Feld fahren. So. Okay, hier mal kurz wenden und dann steigen wir ein in die Ernte. Und los geht's. So, nein. Ach, klar, falsches Feld, mein Fehler. Okay, kann schon mal passieren als Lohnunternehmer, dass man aufs falsche Feld fährt. So, hier müssen wir nämlich, glaube ich, her. Ja, also, hier nimmt er das Material an. Okay, jetzt passt es. Sehr schön. Ja, das Ganze hat einen einfachen Grund, warum wir hier ein neues Projekt starten. Ich habe ja versucht, die letzten Wochen mit einigen Folgen mein Projekt Neubartelshagen Reloaded wieder zu beleben. Und da habe ich euch ja schon erzählt, dass es ja einige Updates gab von der Map, die dann eben auch dazu geführt haben, weil der Modder ja im Nordosten einiges verändert hat, neue Häuser gesetzt hat, neue Produktion. Und das hat dann ein bisschen meine Anordnung durcheinander gebracht. So, jetzt haben wir den Fall, dass es ja vor kurzem wieder ein Update gab, in dem zum Beispiel der Modder verspricht, dass die Wegfindung für die Fahrzeuge wieder angepasst, verbessert wurde, weil das hat man natürlich auch gemerkt auf der alten Version, dass die Fahrzeuge einfach oftmals zu spät eingelenkt haben und dann in den Kurven irgendwo an Steinen, an Zäunen oder ähnliches hängen geblieben ist. Apropos Zäune, auch Zäune wurden einige zusätzlich neu verbaut hier von dem Modder und das werden wir uns später auch mal angucken in der Übersicht. Aber jetzt fahren wir erstmal hier noch ein bisschen mit dem John Deere. Ich glaube, der Klaas hat sich auch schon mal wieder gemeldet, dass er bereits abgetankt werden will. Das schauen wir uns gleich an, wenn wir dann da vorne gewendet haben. Ja, das mit der Wegfindung werden wir auch gleich überprüfen. Deswegen habe ich hier auch zwei Ernteaufträge angenommen, weil da werden wir gleich mal testen, ob unsere Abfahrer selbstständig mit dem Helfer dann eben auch zu den Silos finden oder ob wir wieder irgendwo hängen bleiben. Also wie gesagt, ich will das auch ein bisschen hier antesten auf der Map, natürlich auch für euch. Und wir müssen unbedingt Geld verdienen. Wir werden erstmal ganz normal mit dem Fuhrpark starten, den wir haben. Und auch mit den Gebäuden und auch mit den entsprechenden Füllstationen für Dünger und für Herbizid und ähnliches. Wollen aber dann mit der Zeit, und das ist der Plan, so ähnlich wie in meiner anderen Folge Reloaded, würde ich gerne dann ein Feld kaufen und das natürlich dann wieder bearbeiten und dort einen eigenen Hof setzen mit Tierhaltung. Das zeige ich euch alles dann, sobald wir hier den Drescher hier oben gewendet haben, sodass er dann selbstständig weiterfahren kann. Dann machen wir eine kleine Übersicht und schauen uns das mal auf der Map an. Ja, wie gesagt, Neubartelshagen Big Farm, das soll heißen, dass wir natürlich hier dann mit großen Feldern und großen Maschinen arbeiten wollen. Und wenn eben die Wegfindung und die Helfer auch selbstständig wieder funktionieren,
dann werden wir hier auf der PlayStation, wo wir ja nicht das Glück oder dass da den Vorzug haben, mit entsprechenden Tools arbeiten zu können, wie Cosplay oder ähnliches oder Autodrive. Das haben wir ja nicht. Wir müssen uns hier auf die Helfer von Giants verlassen und das werden wir hier, denke ich, dann auf der Map dann auch ausgiebig testen können. Wenn wir teilweise mit zwei oder drei Dreschern unterwegs sind oder beim Häckseln mit zwei oder drei Abfahrern. Das war immer eine ganz schöne spannende Geschichte in Reloaded, wenn ich das gemacht habe. Hat auch teilweise ganz gut funktioniert, aber eben auch nicht mit jedem Silo. Und nach den Updates, wie gesagt, gab es dann eben die Probleme mit den Wegfindungen. So, jetzt fahren wir hier noch um die Kurve und auch hier seht ihr schon eine Neuerung. Hier gibt es nämlich jetzt auch einen Zaun. Und solche Zäune finden wir jetzt an einigen Stellen, zum Beispiel eben auch beim Händler, beim Shop. Da wurde jetzt auch das Gelände, was man kaufen kann, von dem Shop-Gelände abgetrennt. Und auch hier gibt es eine kleine Neuerung, was der Modder eingeführt hat jetzt, weil ich glaube lange Zeit, es war ja so, dass man ja Geräte nicht im Shop verkaufen konnte. Man musste die also immer zum schlechtesten Gebrauchtwagen oder Gebrauchtmarkt verkaufen. Jetzt also in dem Update haben wir in der Werkstatt auch die Möglichkeit, Fahrzeuge etwas günstiger oder gewinnbringender zu veräußern. Das habe ich schon geprüft. Das funktioniert. Okay. So, jetzt müssen wir mal schauen. 52%, der ist jetzt auch gleich voll. Hier kommen wir nochmal rum. Seht ihr es, also der Zaun hier vor der Einfahrt gibt es jetzt hier zum Beispiel einen Zaun und auch eben auch an anderen Stellen. So. Da fahren wir jetzt auch noch einmal außen rum und dann schicken wir den Helfer, den Johnny hier los. Und dann gucken wir mal, wie weit der Klaas ist. Ja, also somit wieder ein neues Projekt, weil letztendlich mir die Entscheidung abgenommen wurde. Ich habe ja lange Zeit mit mir gerungen, weil 350 Spielstunden hatte ich dann eben auf dem Map drauf und die will man nicht einfach so aufhören oder aufgeben. Aber jetzt konnte man einfach nach dem Update den Spielstand nicht mehr laden und somit bin ich praktisch jetzt gezwungen. Aber nun gut, ihr wisst ja, wie es immer ist. Wenn sich irgendwo eine Türe schließt, öffnet sich eine andere. Und wenn das hier jetzt auch mit den Helfern und so weiter gut funktioniert, dann soll es mir auch recht sein. Allerdings werde ich noch überlegen, wie wir etwas flotter an Geld kommen. Vielleicht werde ich auch ganz kurz, um ein bisschen hier das Portemonnaie aufzustocken, weil wir spielen ja jetzt auch auf schwer. Das heißt, wir werden nicht so viel Geld verdienen mit der Ernte wie bei anderen Missionen. Werde ich eventuell hier Regierungsgelder, ihr wisst, was gemeint ist, vielleicht in Anspruch nehmen, denn der Kontostand war beim letzten Safe Game fast 1,5 Millionen, auf die würde ich ungerne verzichten. Muss ich mal schauen, muss ich mir noch überlegen. Und weil das wäre eigentlich ein guter Grundstock, mit dem wir anfangen könnten, dann auch schon frühzeitig unser großes Feld zu kaufen und dann auch entsprechend Ställe und Gebäude. Denn in der Stadtvariante jetzt hier gibt es noch keine Tierställe, in Anführungszeichen. Es gibt natürlich welche, die sind aber weit, weit weg. Und wie gesagt, ich möchte das gerne alles ein bisschen zentral haben. So. Fahren wir hier noch ein bisschen den Bogen. So. Dann können wir den hier schon mal gleich abtanken mit unserem eigenen kleinen Anhänger, der jetzt nicht ganz so viel fasst, aber gut, ich meine, der Johnny hier macht hier auch, glaube ich, nur so 9.500, vielleicht 10. Bevor wir dort vorne wenden, werden wir ihn mal abtanken. So, für den großen Auftrag, ich glaube Feld Nummer 6, da werden wir
oder da soll es dann um die 65.000 geben. Das heißt, es wäre natürlich ein ordentlicher Batzen. Hier gibt es so, glaube ich, 8.000. So. Dann sprinten wir hier mal rüber, ohne uns überfahren zu lassen. Und steigen mal hier in den Trecker. Okay. Plane auf. Ja, und da kommt wieder der Verkehr und irgendwie hat man das Gefühl, der ganze Verkehr des Tages. So, dann fahren wir mal hier rum. So, dann schauen wir mal ganz kurz, wo der Klaas hängt. Okay. Können wir da direkt hinfahren zum Abtanken. So, da seht ihr ja auch den neuen Kuhstall. Den gab es, glaube ich, im vorletzten Update wurde der zusätzlich hinzugefügt. So, das ist der hier neben dem Fahrsilo. Das kennt man ja hier, das Feld. Das Grundstück gehört uns noch nicht, aber lustigerweise könnten wir tatsächlich hier Kühe kaufen. Und ich vermute eben dann auch bewirtschaften, obwohl uns das Grundstück nicht gehört. Das wäre aber eine Alternative, habe ich mir auch schon überlegt, als Hofplatz oder als Bauplatz. Weil wenn wir natürlich das Gelände hier kaufen, da hinten dran, ganz hinten dran hat es ja dann, man sieht es da hinten, mit dem Silo, da hinten das Gebäude, das ist ja der Schweinestall. Und wenn wir hier das ganze Gelände da eben kaufen, wäre das auch eine Option. Und dann eventuell dieses Feld hier zu kaufen und dann das entsprechend einzuteilen, damit wir das mit verschiedenen Fruchtarten gleichzeitig bewirtschaften können. Also das ist ein Gedanke und sobald wir dann den Kollegen Klaas hier wieder auf den Weg gebracht haben und dann auch anschließend den Fendt, dann den John Deere. So, der ist jetzt zu 44, den können wir also nochmal betanken oder abtanken. So. Okay. So, dann lassen wir den hier einfach mal laufen und dann zeige ich euch, was ich also meine. So. Na, und los geht's. So, der Plan wäre also eigentlich hier auch wieder wie in Reloaded dieses Feld hier zu kaufen, dieses große. Kostet, glaube ich, so um die 800, 850.000 und dann eben hier in dem Bereich hier dann entsprechend den Hof hier reinzubauen, weil dann haben wir hier auch gleich die Nähe zu unserem, auch hier seht ihr die neuen Zäune, hier zu unserem Shop, wo wir dann einkaufen könnten und hier können wir erstmal übergangsweise mit den Hallen arbeiten und dort unsere Fahrzeuge eben alles unterstellen. Und wir haben hier eben die entsprechenden Ladestationen wie den Dieseltank und für Dünger und für Saatgut wäre schon mal alles hier. Deswegen würde ich eigentlich gerne hier in der Nähe bleiben und wieder hier mit diesem großen Feld arbeiten. Na, so, da haben wir es. Na, ihr wisst ja, das Feld Nummer 3 ist ein schön großes Feld, kostet allerdings uns 873 und da wäre jetzt Mais drauf. Der Mais, der ist aber erst abzuernten in 2 Monaten. Also wäre der Plan, das Geld zu verdienen, damit wir uns in 2 Monaten dieses Feld kaufen könnten und könnten dann auch gleich in die Maisernte einsteigen. Und dann eben hier in dem Bereich wieder hier, eventuell bis hier hoch, je nachdem, man kann das ja entsprechend ausbauen, würde ich gerne wieder einen Hof mit Kuhstall und mit einem Schweinestall hinbauen und wir könnten dann erstmal übergangsweise mit den Fahrzeugen hier arbeiten und je größer dann der Hof wird und das Geld da ist, können wir dann praktisch alles hier umziehen und dann wäre es sozusagen die Idee als nächstes das Feld Nummer 2 zu kaufen und auch das dann wieder entsprechend einzuteilen. Ihr erinnert euch ja, bei Reloaded haben wir hier angefangen, haben hier praktisch um diese Insel das neue Hofgelände gebaut bzw. dort die Hofgebäude gestellt und haben dann das gesamte Feld Nummer 10 dann eben entsprechend genutzt für unsere verschiedenen
Fruchtarten. So, hier könnt ihr dann nochmal sehen, wie das jetzt in echt aussieht, wenn man mit der Map neu anfängt. Hier wurde ja alles neu gebaut. Hier gibt es eine neue Produktion, nämlich die Molkerei. Und hier gibt es ein neues Feld, die 17, was auch eine Option gewesen wäre mit der Nähe hier zum Silo, um zum Beispiel hier auf dem Gelände, hier zum Beispiel auf dem rechten Teil, könnte man den Hof bauen und auf dem linken Teil könnte man zum Beispiel erstmal für die Tiere eine große Wiese. Ist alles eine Option, was ich mir noch Gedanken mache. Wenn ihr Interesse habt an dem ganzen Projekt, dann lasst es mich doch einfach mal wissen. Vielleicht schreibt es doch mal in die Kommentare, welche Ideen ihr habt, ob wir zum Beispiel Feld 17 bewirtschaften sollen, beziehungsweise als Hofgelände benutzen sollen, ob wir meine ursprüngliche Idee hier mit dem Feld 3 folgen sollen, oder meint ihr eben, dass wir hier rein sollen, dann müssten wir das Ganze natürlich auch erstmal wieder kaufen und dann könnten wir hier zum Beispiel in den Bereich den neuen Hof hier reinbauen und würden dann je nachdem halt uns überlegen, ob wir dieses Feld oder dieses Feld dann kaufen in der Nähe und das dann entsprechend einteilen. Also, wenn ihr Lust habt, an dem Projekt richtig schön aktiv mitzumachen, würde ich mich freuen. Schreibt mir doch einfach in die Kommentare, ob eben A, 17, B, 3 oder C im Prinzip hier, das ist die freie Wiese, das freie Wiesenfeld, ob wir das nehmen sollen als geplanten Hofstart. So, jetzt gucken wir mal, wie weit er wieder ist. 41 hat er vorne auch ordentlich gewendet. Sehr schön, der macht sein Ding. So, jetzt schauen wir nochmal, wie weit er ist. Er ist ja eigentlich voll. Okay. Dann schauen wir gleich mal, ob das jetzt funktioniert hier mit dem Helfer. Wobei ich sagen muss, ich muss erstmal schauen, wo wir das Ding überhaupt abladen müssen. So, dann schauen wir mal in die Aufträge. Deren Auftrag. Bingo, Feld 13 und wir müssen zur Getreidemühle. Tja, dann versuchen wir doch unser Glück mal. Warum bin ich jetzt eigentlich rausgegangen? Feld Nummer 13. Dann machen wir einen Job. Laden und liefern. Nee, Quatsch, nur liefern. Und zwar nicht Getreidemühle. So, und das Ganze, ja, das soll erstmal wieder da hinkommen. Wobei, wir können dann eigentlich auch dahin fahren. Mal schauen, ob das klappt. Job starten. Lassen wir uns mal überraschen. Naja, okay, jetzt hätte er ja schon mal erstmal den Verkehr beinahe mitgenommen. Ist natürlich so eine Sache mit dem Verkehr, dass das natürlich eventuell stören kann. Die Sache mit den Helfern müssen wir uns mal genauer anschauen. Ich gehe später mit euch auch auf jeden Fall mal die Einstellungen durch, weil ich werde hier auch ein, zwei Einstellungen anders machen als sonst üblich. So will ich es mal formulieren. So, während der jetzt sein Glück versucht, schauen wir mal hier, 67. Ja, den werden wir abtanken noch, bevor er oben die Wände fährt. Das ist natürlich ein Megafeld, ne? Also bis der hier fertig ist, der Klaas, das werden wir in dieser Folge auf gar keinen Fall mehr erleben. Aber ein bisschen länger soll sie heute auf jeden Fall werden, denn wie gesagt, wir starten ja ein völlig neues Programm oder ein völlig neues Projekt. Das Projekt Neue Mini-Brunnen soll natürlich auch fortgeführt werden. Und der Plan ist ja so ein bisschen bei mir, dass ich immer montags und freitags gerne LS-Folgen aufnehmen möchte, Landwirtschaftsfolgen. Und Dienstag, Donnerstag, schauen wir mal, wie gesagt, Division, da habe ich ja eine neue Idee. Ich möchte eigentlich gerne den ersten Teil auch mal durchzocken. Muss man mal schauen, ob als unkommentierendes Gameplay, ich weiß es noch nicht ganz, aber das wäre so ein bisschen meine Idee. Und dann haben wir immer noch God of War. Auf der anderen Seite ist ja auch, ja, The Last of Us zurzeit ganz, ganz großes Thema wegen der HBO-Serie, die jetzt dann demnächst startet. Und da habe ich auch irgendwie Bock drauf gehabt oder das so als Gameplay, als unkommentiertes vielleicht auch nochmal durchzuzocken. Naja, mal sehen. Jede Menge Zeug steht sozusagen in den Startlöchern. Okay. So, rechts oben sehe ich noch nicht, dass es irgendeine Kollision oder sonstiges gab mit dem Helfer. Dann wollen wir mal hoffen, dass das soweit funktioniert. Ihn hier tanken wir schon mal ab und dann können wir den theoretisch auch mal spaßeshalber auf die Reise schicken mit dem Helfer und gucken, ob das gut funktioniert. So, auch hier muss ich gestehen, muss ich erstmal gucken, wo der überhaupt hin muss. So, da warten wir aber, bis wir vorne sind.
Dann kann der in Ruhe abtanken. So, also Auftrag. Auftrag Feld Nummer 6. Da müssen wir zur Ölmühle. Okay, alles klar. So, 28% haben wir hier, 5% haben wir hier zur Ölmühle. Dann schauen wir mal, ob das funktioniert. Also, auch hier Helfer, Job erstellen, liefern. So, zur, machst du da was ja schon, zur Ölmühle. Und dann soll er wieder, wenn alles gut läuft, hierher mal wieder zurück. Jupp, und wir starten den Job und schauen mal. Ja, er fängt an zu fahren. Okay, so, was macht der andere? Er hier, lassen wir gleich wieder zurückfahren, aber erst nehmen wir noch hier die Ecke mit. Dann ist es auch erledigt. So, kommen wir da gerade rum. Gerade so. Sehr gut. So, dann setzen wir mal zurück. Das Stroh, die Strohablage kann uns ja in dem Fall egal sein. Das Stroh können wir hier nicht weiterverwerten. Und ab die Post. So, wo ist denn jetzt unser... Ah, sehr schön. Das macht Hoffnung. Also, das hat ja schon mal, so wie es aussieht, ganz, ganz gut geklappt. Also, ich überlege jetzt gerade, wo eigentlich die Ölmühle ist, aber ich glaube, die ist auch im Südwesten. Weil dann können wir nämlich anschließend schauen, wo der Kollege sich rumtreibt. Ob das soweit funktioniert. Ein großes Problem war ja die Kreuzung. Die Kreuzung in der Ortschaft. Weil da beim Abbiegen einfach der Traktor viel zu spät eingeschlagen hat und oft eben an der Mauer, am Zaun oder an einem kleinen Stein hängen geblieben ist. So, was ist los? Da müsste doch eigentlich voll sein. Ist klar, ne? So. So, aber jetzt scheint er voll zu sein. Gut. Jupp. So, wo treibt sich jetzt? Ah, ach, das ist die Ölmühle. Alles klar, jetzt weiß ich wieder Bescheid. Klar, logisch, Raps. Zur Ölmühle. Aber das sieht eigentlich ganz gut aus. Also hier hält er die Spur, der bleibt hier in der Spur. Und das ist ja, wie gesagt, alles neu hier, die Gegend. Die wurde neu gestaltet. Die Straße wurde ja völlig neu verlegt. Und ich glaube, hier war früher auch eine Mauer hier um die Ölmühle. Die ist nicht mehr da. Auch hier mit dieser Mauer hat er beim Rückzurückfahren als immer ein Problem gehabt. Zu spät eingelenkt, vorne auf die Mauer drauf. Das können wir jetzt gleich mal beobachten, ob das jetzt funktioniert. Denn das wäre natürlich bei einer Big Farm sehr, sehr hilfreich, wenn die Wege ordentlich konstruiert sind, dass die Wege auch ordentlich gefunden werden, damit man gerade diese ganze Abfahrerei, dass die gut funktioniert. Deswegen würde ich auch, man sieht es hier zwischen den Bäumen da oben natürlich das große Silo, dann würde ich nämlich auch zuerst mal kein Silo bei uns auf den Hof platzieren, sondern wir benutzen dann dieses Silo für die großen Mengen, die dann zu erwarten sind und dann können wir das erstmal benutzen. Vielleicht dann ein ganz, ganz kleines Silo für unsere Zwischenlagerung, zum Beispiel für die Schweine. Dann können wir da immer ein bisschen Material haben, aber eben ein großes Silo würden wir da erstmal nicht platzieren. So, das sieht jetzt erstmal nicht schlecht aus. Da kommt er erstmal überall rum. Jetzt wird's spannend. Schlägt er ein? Er schlägt ein. Das sieht sehr, sehr gut aus. Ja. Das sieht natürlich sehr, sehr schön aus. Und hier nimmt er auch gleich die richtige Spur, kommt gut rein.
Naja, kann man jetzt nicht mosern. Also das sieht auf jeden Fall besser aus und das macht Hoffnung für die Zukunft, für unser neues Projekt. Sehr schön. So, wie weit ist denn der Drescher? 52, naja, also kein Problem. Bis der Trecker zurück ist, passt. Gut, wie sieht es hier aus? 40. So, der ist natürlich wieder voll und das heißt, wir könnten den auch gleich mal losschicken wieder. So, Getreidemühle und wir machen den jetzt als Ziel hier mitten rein und ab die Post. Und jetzt schauen wir mal, wie er sich hier schlägt, hier auf der Straße mit Verkehr. Ja, schlägt zum Glück relativ früh ein. Auch das passt. Ja, das ist halt eben so ein bisschen der Punkt, wo man hier als Consolero natürlich die PC-Spieler beneidet. Wenn man natürlich dann mit Cosplay, wenn man dann die Kollegen sieht, wie sie mit Cosplay arbeiten oder eben mit Autodrive und dann richtig hier ein Management durchführen und dann hier die Fahrzeuge überall unterwegs sind. Ja, schon nicht schlecht. Aber letztendlich haben wir mit dem LS22 auch einen deutlich verbesserten Helfer. Natürlich weiß ich, dass er jetzt noch nicht überall perfekt ist, aber im Gegensatz zum 19er haben wir jetzt schon hier einige bessere Möglichkeiten, gerade was das Abfahren angeht. Und das ist auf jeden Fall ein Fortschritt. Das gefällt mir. So, ihr könnt mir ja auch hier zum Beispiel mal was reinschreiben in die Kommentare. Würde mich mal interessieren, wie eure Erfahrungen auf der PlayStation, auf der Xbox sind, auf den Konsolen mit den Helfern und gerade hier mit diesen Abfahrgeschichten. Feldarbeit, das ist jetzt so eine Funktion, die ich noch nicht so oft benutzt habe, weil da fängt er, glaube ich, immer so mittendrin an. Und könnte man aber jetzt hier auch wesentlich besser mal austesten. So, da kam er eigentlich auch immer ganz, ganz gut durch. Also hier gab es eigentlich immer wenig Schwierigkeiten, aber man muss schon sagen, also er fährt schon ganz schön knapp hier dran vorbei. So, Helfer D hat einen fast vollen Tank. Ja, er fährt schon ganz schön dicht dran, aber noch bleibt er nicht hängen. Gut. Ja, da muss man doch fast sagen, da haben wir jetzt zwei Erfolgserlebnisse mit unseren Abfahrern. Also hier zur Getreidemühle hat geklappt und zur Ölmühle hat gut geklappt. Und zur Ölmühle sind wir ja fast über die gesamte Map gefahren. Also das ist schon mal sehr, sehr schön. So, das sollte jetzt, glaube ich, alles reibungslos funktionieren. Jetzt schauen wir noch mal, wo er hier ist. Ah ja, und der andere Kollege ist auch schon da. Dann können wir den gleich übernehmen. Aber ich glaube, reicht uns das jetzt hier noch zum Abtanken? Ich glaube, wir sollten den hier erstmal stoppen. 97% auf jeden Fall. So. Und da hätten wir auch schon fast die ersten 30 Minuten in unserem neuen Projekt Neubartelshagen Big Farm hinter uns gebracht. Wir tanken hier den Glas ab und ich bin mal gespannt, ob ihr Lust habt, hier dieses Projekt mitzumachen, mitzuverfolgen. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir dazu ein Däumchen da lassen würdet. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich hier ein bisschen unterstützt. Ansonsten darf ich mich recht herzlich bei euch bedanken fürs Zusehen. Ich bin der Badenfarmer und sage wie immer... Tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal.